Hallo, ihr seid. Ich bin zwar gerade beim Essen, aber bleibt ruhig, ihr stört gar nicht. Im Gegenteil. Ich lese hier gerade was ganz Irres. Das muss ich euch unbedingt... Beim Essen liest man nicht! Zum Quatsch. Man liest nicht. Wer ist überhaupt Mann? Aber eigentlich hat er recht. Man soll immer nur eine Sache gleichzeitig machen. Nicht? Aber trotzdem, das ist hier so irre. Das muss ich wirklich euch unbedingt... Moment mal. Du isst wie ein Schwein! Na hör mal, jetzt ist aber genug, ja? Nein, das macht man nicht. Spaghetti mit dem Löffel. Das machen nur unwissende Ignoranten wie Klaus Dieter oder Touristen. Engländer sollen sogar die Spaghetti mit dem Messer kleinschneiden. Ja. Nee, nee. Feinschmecker essen die Spaghetti immer mit der Gabel. Und Italiener. Die müssen es auch wissen. Hm? Das spart übrigens eine Menge Abwasch und es geht besser. Hier, guck mal. Man wickelt die Spaghetti um die Gabel. So, es gibt automatisch ein ordentliches Röllchen. Na dann? Hm? Man muss natürlich sehen, dass die überflüssigen Nudeln, die noch raushängen, ne? Da muss man abhalten. Ne? So. Sehr elegant, ne? Wozu braucht man noch einen Löffel? Du isst wie ein Schwein! Ruhe! Also, was ich da gerade lese hier, das ist das Buch der Rekorde. Und da steht, das passt so schön zu meinem Essen, dass ein gewisser Peter Doudswell in England 91,44 Meter Spaghetti in 12,02 Sekunden gegessen hat. Also fast 100 Meter Spaghetti in Rekordzeit. Das soll ihm erstmal einer nachmachen. Ist doch toll. Wie hat er denn nun eigentlich die Spaghetti, frage ich mich. Ich meine, waren das lauter einzelne Nudeln, die man dann zusammengezählt hat? Oder war das ein langer Spaghetto? Ja, das ist ein Spaghetto und viele sind Spaghetti. Naja, also war das eine lange Nudel? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Sowas gibt's ja gar nicht. Aber warum eigentlich nicht? Das wäre auch wieder ein Rekord. So eine lange Nudel, das müsste dann eigentlich auch hier im Buch stehen. Das müssten die drucken, ja. Wenn ich nun so ein langes Spaghetti machen würde, dann müssten die das ja auch drucken. Dann wäre ich berühmt. Du und berühmt! Ja, warum denn nicht? Ich will auch in dieses Buch. Mit dem längsten Spaghetti der Welt. Das kann doch so schwer nicht sein. Ne? Ich sehe schon so richtig vor mir. Die längste Nudel der Welt produzierte Peter Lustig aus Bärstadt. Es handelt sich um ein Spaghetti mit einer Gesamtlänge von 583 Metern. Ja, er verbrauchte dazu 395 Kilo. Was braucht man denn für Spaghetti? Woraus sind denn Spaghetti eigentlich? Praktisch sind sie ja, nicht? Normalerweise sind sie knochentrocken. So richtig was für Seeleute und Polarforscher. Nicht? Und wenn man sie braucht, einfach ins heiße Wasser und fertig. Aber woraus sind sie? Ich erinnere mich meine Oma. Die machte Nudeln immer selber früher. Aber wie hat sie das gemacht? Wie ging das? Ja, das ist sie, meine Oma. Und immer wenn sie Nudeln machte, dann nahm sie ja, die große Schüssel. Und da hinein kam nun, Mehl, natürlich, für den Nudelteig. Und Salz, ja. Und Eier, richtig, die kamen auch noch dazu. Oma konnte die Eier immer so geschickt am Rand aufschlagen. Eins, zwei, ich glaube drei Eier, ja. Und dann... Und dann hat sie das Ganze verrührt. Ziemlich lange. Und wenn der Teig zu dick war, dann kam Wasser dazu. Ja. Und wenn er zu dünn war, noch ein bisschen Mehl. Bis so eine zähe Pampe draus wurde. Na, die hat sie dann noch geschlagen und geknetet. Aber wie hat sie denn nun die Nudeln da draus gemacht?
Ah, jetzt weiß ich's wieder. Das waren gar keine Nudeln. Die hat Spätzle gemacht. Ja, der Teig kam auf ein Brettchen und ja, sie hat dann so kleine Stückchen davon in einen Topf mit kochendem Wasser geschnipselt. Ja, Spätzle waren das. Und wenn die dann oben schwammen, dann waren sie fertig. Spaghetti waren es nicht. Die macht man sicher anders. Aber so ähnlich, glaube ich. Auf jeden Fall brauche ich Mehl dazu. Denn schließlich sieht das ja hier fast so aus wie Spaghetti, nicht? Also Mehl und... Oh, ich habe kein Mehl im Haus. Und die Läden sind zu. Hm. Aber vielleicht hat der Nachbar was. Ich gehe mal rüber. Ripete Requesta. Quatsch. Ja. Den gut durchgekneteten Teig mehrmals durch die Nudelmaschine drehen. Aha, also jetzt. Das werden Spaghetti, lecker und alle selbst gemacht. Oh, ausgerechnet jetzt. Oh. Entschuldigen Sie, Herr Nachbar, können Sie mir vielleicht etwas Mehl leihen? Ich habe nämlich keins mehr und ich wollte... Sie wollten doch nicht etwas selber kochen, Herr Lustig. Sie leben doch sonst immer aus der Dose oder aus der Junggesellenpackung. Das ist gar nicht wahr. Ich mache mir schon ab und zu was selber. Nein, heute habe ich was Besonderes vor. Es geht da um einen Wettbewerb. Ich will berühmt werden. Ach, mit Mehl. Was haben Sie denn da vor? Och, nichts Großes. Ich will einen Rekord brechen. Ich sage nur, Spaghetti. Das Buch der Rekorde. Der längste Spaghetti der Welt. Ach, Spaghetti. Interessant. Ausgerechnet Spaghetti. Ja. Haben Sie denn vielleicht Erfahrung mit Nudeln und so? Nein, nie gemacht. Wozu auch? Die gibt's ja fertig zu kaufen. Ja, eben. Aber vielleicht haben Sie ja... Ich will Sie nicht aushorchen, Herr Lustig, aber es geht um lange Spaghetti. Ja, um die längsten überhaupt. Und da wollte ich erst mal einen Probeteig machen. Ja, und dazu brauchen Sie das Mehl. Aber da hilft man sich doch gerne. Hier, oh, danke. Nehmen Sie danke. Für Sie immer. Und viel Erfolg mit Ihrem Rekordspaghetti. Die längsten Spaghetti der Welt. Wenn der wüsste. Naja, da habe ich ja wohl einen kleinen Vorsprung. Wollen doch mal sehen, wer als erster berühmt wird. Mehl habe ich jetzt. Aber das Rezept... Ah, Moment mal. Gino, der könnte mir vielleicht helfen. Das ist der Wirt hier von dieser Pizzeria. Ich habe da schon ein paar Mal bei dem gegessen. Und ich weiß, der macht seine Nudeln immer selber. Na, da frage ich mal. Da, Gino. Oh, Signore Lustig. Jetzt komme ich. Lustig in Italienisch Allegro. Signor Allegro. Allegro. Come sta? Pizza Salami, wie immer, ja? Nein, heute mal nicht, Gino. Ich habe ein Problem. Mamma mia, was ist passiert? Gino will dir helfen. Was ist? Ich muss wissen, wie man italienische Nudeln macht. Das Rezept, wissen Sie? Nudeln? Ja, Nudeln. Ignorant. Mamma mia, er will das Rezept für Nudeln haben. Ja, was ist denn daran so seltsam? Wissen Sie, wie viel Sorte Pasta es gibt? Pasta? Nein, keine Zahnpasta. Ich meine Nudeln, so lange, dünne. Pasta ist in Deutsch Nudel, ist dasselbe. Welche wollen Sie haben? Gino hat alles. Gino macht alles. Cannelloni, Tagliatelle, Tortellini, Sedani, Pappardelle, Lasagne. Ja, aber ich wollte doch eigentlich oder nur... Penne rigate, Farfallette, Lumaconi, Tortiglioncini, Vermiglioni e Bucatini. Himmel, ich wusste ja gar nicht, dass es so viele verschiedene Nudeln gibt. Ne? Pasta, Pasta. Wie? Ach so, ja, natürlich Pasta. Aber eigentlich brauche ich nur das Rezept für Spaghetti. Naturalmente. Alla Napoletana, alla Pescatora, alla Bolognese. Schon wieder. Nein, nein, nicht die Soße. Ich brauche nur das Rezept für die nackten Spaghetti. Die machen Sie doch auch, ne? Ich bitte Sie. Kommen Sie mit. Pietro macht für mich. Pietro. Vede, Signor Allegro, unsere Vorfahren, unsere Genitori, die Romani, die Römer, die haben schon vor 1000 Jahren Spaghetti gegessen, Nudeln. Und die haben die genannte Pasta, Pasta, Pasta. Ja, da hat er recht. Das hier ist eine alte Etrusker-Siedlung. Die Etrusker waren sogar noch vor den Römern in Italien. Ja, und die müssen damals schon Nudeln, Pasta gehabt haben. Denn hier sind Nudelgeräte abgebildet. Da.
Na, und dann die alten Römer. Die aßen gern und vom Feinsten, weiß man ja. Und zum gefüllten Wildschwein gab's höchstwahrscheinlich Nudeln. Ja, und dann im Mittelalter ging's weiter mit den Nudeln. Die waren immer beliebt. Und diese Bilder beweisen, Marco Polo, der Entdeckungsreisende, hat die Nudeln nicht aus China geholt, nee. Wir hatten sie schon vorher. Meistens sahen sie ja damals schon wie Spaghetti aus. Und ja, so wurden sie wohl getrocknet. Und so, etwa vor 100 Jahren, waren die Nudeln das, was heute die Hamburger sind. Man kochte und aß sie auf der Straße, als Imbiss. Da, bitte, die brauchen auch keinen Löffel für die Nudeln. Noch nicht mal eine Gabel. Aber ich brauche jetzt das Spaghetti-Rezept. Kommen Sie, Signore Allegro. Pietro! Voilà, Pietro, cosa stai facendo, dai? Ciao, sto facendo i ravioli. Er macht gerade Ravioli, der lustig. Gucken Sie. Was macht er da? Ravioli? Das sind doch so kleine Teigtaschen mit was drin, ne? So werden die gemacht. Naja, das ist ja alles ganz interessant, aber wie hat er denn nun den Teig gemacht? Ich meine, speziell für Spaghetti müsste ich das wissen. Ah, ich habe verstanden. Sie möchten die Spaghetti zu Hause bei Ihnen machen? Ja, ja, ja. Naja, hier im Restaurant, wir machen mit einer großen Maschine die Spaghetti. Aber wenn Sie wollen, der Pietro zeigt Ihnen, wie macht man den Teig. Und dann, wir werden Ihnen geben. Und Sie werden viel Spaß zu Hause haben, Herr Allegro. Schön, danke, ja. Ja, was sieht er denn da? Ja. Also Mehl. Ja. Und da hinein, das weiß ich auch von meiner Oma, da kommen höchstwahrscheinlich Eier. Ja, ja, das Salz nicht vergessen, ja. Er macht das noch geschickter als meine Oma. Eins, zwei, drei Eier. Ja. Und dann ganz vorsichtig umrühren, ja. Ah ja, von außen nach innen. Ja. Ja, ziemlich klebrig die Sache, aber es wird. Ja. Ist also ganz einfach, der Nudelteig. Zwei Handvoll Mehl, Salz und drei Eier. Und dann das Ganze kneten, bis es schön weich ist und ohne Klümpchen. Das kann ich auch. Quasi pronto, schon fertig. Fertig? Ja, wunderbar. Jetzt nehmen Sie nach Hause und machen Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Es geht alles in Ordnung. Ich muss gar nichts mehr machen jetzt. Wunderbar, danke. Danke, Pietro. Grazie, Pietro. Ciao. Ciao. Ja, danke, Gino. Sie haben mir sehr geholfen. Ach, niente, Signore. Macht er nichts. Viel Erfolg mit Ihren super Spaghetti. Danke. Ciao, Signor Allegro. Ciao. So. Jetzt muss ich mich aber beeilen, dass ich meinen Vorsprung halte. Wie war das? Hier. Ja, jetzt stufenweise den nummerierten Knopf einstellen, die Teigmasse durchdrehen, bis man die gewünschte Dicke erhält. Aha! Einstellen. Wie dick sind Spaghetti? Oh, sagen wir mal. So. Jetzt. So. Ah. Ha! Funktioniert! So weit ist Herr Lustig noch lange nicht. So. Ich werde aus diesem formlosen Klumpen jetzt meine Rekordspaghetti rausarbeiten. Dazu muss er erst mal flacher werden, der Teig. Ja. Nee. Der muss noch viel platter werden. So, ein bisschen Mehl und... Ja. So. Flach genug ist es. Tja, jetzt muss es nur noch... Aber wie schneide ich denn das jetzt? Irgendwie... Nee, so geht das ja nicht. Himmel. Ah ja. Mit der Schere. Jetzt mache ich es einfach spiralförmig.
Ja, das wird doch. Ja, wenn der Nachbar wüsste, was ich mit seinem Mehl gemacht habe. Ja. Nur so kann man Rekordspaghetti herstellen. Schnell und sicher. Einfach den Teig hier reingeben und vorne kommen die Spaghetti raus. Ja, na bitte, ist doch schon sehr gelungen, mein Superspaghetti. Ja, wenn ich den jetzt in kochendes Salzwasser gieße, dann hätte ich ein fabelhaftes Mittagessen. Aber das ist ja eine wissenschaftliche Testnudel. Die muss ich erst mal trocknen. Ja, vorsichtig. Ich kann ja den Leuten vom Buch der Rekorde keine feuchte Nudel schicken, nicht? Das muss ja erst mal vorsichtig. Ach Gott, das muss ja erst mal trocknen, nicht? So, ja, vorsichtig. Na bitte, das ist schon ganz schön lang, nicht? Ja. Ja, jetzt noch hier. Wunderbar. Ja, so. So. Sehr schön. Das ist. Oh, nee. Oh. Ach. Na, sowas. Es geht wohl doch nicht so. Naja, es ist ganz in Ordnung für kurze Nudeln, nicht? Aber für, sagen wir mal, ein 100 Meter langes Spaghetti. Nee. Da helfen Großmutters Kochkünste auch nicht weiter. Und Gino hatte solche Probleme auch nicht. Man muss, glaube ich, die Sache ganz anders anpacken. Wie haben die das in der Nudelfabrik gemacht? Ich meine, machen die womöglich einen 1 Kilometer langen Spaghetti oder so und schneiden den dann klein? Oder nehmen die viele kleine und leben die dann zusammen? Oder wie oder was? Man müsste sich das mal ansehen. Ja, ich hab's mir angesehen und jetzt weiß ich, wie es geht. Eigentlich machen die es genauso wie meine Oma. Wir nehmen auch Eier, die kommen erst in eine vollautomatische Eieraufschlagsmaschine. Naja, kein Wunder bei so viel Eiern. Ne? Ja, dann kommt Mehl dazu, genauer gesagt Hartweizengrieß und Wasser und Salz. Na, das wird geknetet und Moment, das sind doch noch keine Nudeln. Ach, das sind diese gekräuselten Würmer, die, wie hießen sie denn gleich? Na egal, die werden aus Düsen gedrückt und getrocknet und fertig. Ja, was ist aber mit meinen Spaghetti? Aha, da. Da kommen sie aus den Düsen. Und wie lang sind die? Na, ja, höchstens einen Meter. Also sehr viele, sehr lange Spaghetti hängen da nun rum und trocknen 3 Stunden lang. Aber so können sie doch nicht bleiben. Aha, da werden sie klein geschnitten. Naja, so kriegt man sie in den Topf. Und hier werden sie in Reih und Glied gebracht und auf den Weg in die Packung. Naja, das war doch nicht schwierig. Das kann doch jeder. Man muss nur Mehl und Salz und Eier in die richtige Form bringen. Sind noch ein bisschen kurz, aber wer sagt denn, dass das Rekordspaghetti an einem Stück sein muss? Ne? Kleben wir einfach zusammen. So, funktioniert. So komme ich spielend auf 400 Meter und ich werde gewinnen. Ich bin ja gespannt, wie weit der Herr Lustig mit seinen Spaghetti ist. Sicherlich hat er noch nicht mal den Teig fertig. Ja. Na, wie findet ihr das? Meine quasi industrielle Rekordspaghetti-Produktionsanlage.
Hier ist der Teig drin. Und wie es jetzt weitergeht, na, guck mal zu. Ich drücke jetzt hier hinten und da vorne aus der Düse. Ja, ja, es hat geklappt. Da ist sie. Und jetzt hier drüber und runter. Der Forscher im heißen Wüstensand, der Bergsteiger hoch in der Eigerwand, der Seemann im wilden Kattegat. Die müssen viel essen, sonst werden sie nicht satt. Am liebsten Schnitzel, das gibt Energie. Doch sie haben keinen Kühlschrank, darum kochen sie Macaroni, Tagliatelle, Vermicelli, Pappardelle, denn die schmecken gut und vergammeln nie. Ich singe nicht von Pellkartoffeln, Pizzas oder Apfelstrudeln. Nein, ich sing von langen, dünnen, weichen, runden, gelben Nudeln. Den Teig zu bereiten ist nicht schwer. Mehl, Salz und Ei, man braucht nicht mehr. Und wenn man es bunt noch lieber hat, nimmt man rote Beete oder Blattspinat. Und diese Masse, ja, die knetet man eine Viertelstunde und man kriegt so dann Bucatini, Fettuccine, Tortellini und Lasagne. Es ist toll, was man daraus machen kann. Ich sing von Eiern, Salz und Mehl und von Wasser, das muss sprudeln. Da hinein wirft man die langen, kurzen, dicken, dünnen Nudeln. Den Teig kann man zerschneiden nun und walzen und nachher kochen, zuckern oder salzen. Tu Butter, Käse, Soße noch dazu. Und das Gala-Essen ist fertig im Nu. Spaghetti sind zum Beispiel gut verträglich. Verschiedene Soßen mache ich dazu täglich. Bolognese, Pescatore, Alforno, Carbonara. Ich hab sie gern dünn und so lang wie möglich. Von Spaghetti will ich singen, lang noch soll mein Liedchen dudeln, für die Königin von allen langen, dünnen, gelben Nudeln. So, na bitte. Man muss nur ein bisschen nachdenken und basteln, ne? Ja, das ist doch fast ein Kilometer. Das langt doch. Das langt für den Rekord. Ja. Jetzt muss ich das Ganze nur noch zum Trocknen aufhängen. Aber hier drin, ja, das ist schlecht. Draußen, genau. Ich werde den Nudelwurm heute Nacht im Garten zum Trocknen aufhängen. Da ist viel Platz und da sieht mich keiner. Ja, doch ein Ding, wenn jetzt noch ein anderer auf die Idee käme, ne? Nee, nee. Ich werde im Buch der Rekorde stehen, ja. Zeug klebrig. 24, 24, 24. Die Leute vom Buch der Rekorde werden staunen. Ja. Dämliche Nudel, dämliche. Ach, was tut man nicht alles, um berühmt zu werden? Die Welt wird Augen machen. So, so und weiter geht's. Ja. Hm.
24, 40. Oh, hoppla! Ach, das war der Zahn. So, wie viel haben wir denn jetzt schon? Das sind 8,5, 9,5, 10, fast 15 Meter, das wird doch. Ne? Was ist das? Ach, Herr Paschulke. Ach, Herr Lustig, ja. Was machen denn Sie hier mitten in der Nacht? Das wollte ich Sie gerade fragen. Was machen Sie denn in meinem Garten? Ach, was ist denn das? Sieht aus wie ein Spaghetti. Ja, ein ziemlich langes Spaghetti, ne? Sagen Sie mal, Sie wollen doch nicht etwa auch... Doch, das Buch der Rekorde. Sie haben mich ja auf die Idee gebracht. So. Und jetzt habe ich schon fast 30 Meter. Aber nicht so. So nicht. Wieso? Das ist richtiger Nudelteig. Aus Mehl und Eiern und... Ja. Und was ist das hier? Was ist das? Hier, da. Ja, da. Schon wieder, nicht? Zusammengeklebt. Das sind ja lauter zusammengeklebte Stückchen. Das ist keine Rekordnudel. Das ist gemogelt, ist das. Es wird nicht anerkannt als Rekord. Meinen Sie? Ja. Oh, und was ist das hier? Was? Wo? Oh, ja, das. Das ist mein Rekordspaghetti. Der längste Spaghetti der Welt. Ja. Sie meinen wohl der bunteste Spaghetti der Welt, hä? Wieso? Mit diesem bunt zusammengeflickten Spaghetti werden Sie nicht berühmt. Das gilt auch nicht. Ach, meinen Sie? Ja. Naja, da hätten wir ja beide nicht viel Chancen, ne? Sieht so aus. Mein Magen, ich hab Hunger. Oh. Ich auch. Sagen Sie, könnten wir nicht einfach... Ja. Warum eigentlich nicht? Das ist eine gute Idee. Ja, gut. Wir treffen uns bei mir auf dem Bauwagen. Ja. Ich mache noch Bolognese. Und ich reibe etwas Käse. Ja. Wenn schon kein Rekord, dann wenigstens... Ein gutes Essen. Ja. Na, was hat man schließlich davon, wenn man in diesem Rekordbuch steht? Ne? Von solchen Spaghetti hat man entschieden mehr. Was denn? Ihr seid ja immer noch da. Und was guckt ihr uns so auf die Teller? Macht euch doch selber ein paar Spaghetti. Das ist doch ganz einfach. Habt ihr doch gesehen, ne? Ist kinderleicht. Ne, Herr Kollege? Ja. Also, abschalten. Ihr wisst schon, ne? Lecker, ne?